Lol. Okay, wir reden mit ihm. Das war das, wo es bereits den Feedback gab. Aber ja, wir waren ja schon mal hier, also müssen wir da das auch schon mal gesehen haben. Ach, Elaine. Keinen. Erstmal nicht Warner und seine Gefährten sind. Mir scheinen beide viel in der Welt rumzukommen, was? Kann man so sagen. Auch wenn wir nicht wie du Urlaub machen. Urlaub? Du machst mir Spaß. Das hier ist rein geschäftlich. Als Sommer hat man die Pflicht, seinen Horizont regelmäßig zu erweitern. Und? Willst du was kaufen? Zeig uns deine Sammlung. Ja, immer noch nichts Neues. Ich frage mich, ob er irgendwann mal was Neues bekommt. Aber naja. Gehen wir. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt den Diamanten loswerden. Das war doch hier oben, oder? Ja. Diamanten. Und dafür bekommen wir eine Vampirmagierin. Super. Gut, dann würde ich jetzt gerne noch den weißen Stein zurückbringen wollen, Leute. Nur leider kann ich mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern, wo wir den her hatten. Also wo der Schrein des Lichts ist. Wenn ich mich richtig erinnere, war da irgendwo hier links. In einem Wüstengebiet. Ja! Nein, nicht gut. Wobei, die müssten ja schnell besiegt sein. Ja, schnell besiegt. Nyre kriegt ja sowieso keinen Schaden, also können wir auch nicht ohnmächtig werden. Beziehungsweise wir können kein Game Over bekommen. Und unsere Regeneration ist mittlerweile so hoch, dass sie vielleicht sogar den Schaden dagegen hält. Die Macht der weißen Steine, Leute. Leben der Gruppe ist um 5 gestiegen. Sonst haben wir keinen mehr, oder? Nein. Wo sind eigentlich die anderen Schreine? Die haben wir gar nicht gefunden. Und was machen wir jetzt? Was können wir eigentlich mit dem Elras-Fragment machen?
Okay, gib mir nach Hause. Gehen wir kurz verkaufen. Bevor wir jetzt dann ein Schloss erobern, Leute. Beziehungsweise versuchen, nochmal Burg Varis zu erobern. Oder geschenkt zu bekommen. So, mal sehen. Karte. Wisst ihr was, Leute? Ich verkaufe die zwei Karten. Keine Ahnung, wo das sein soll. So, Lähmung. Lebensegel hatten wir schon. Und Lähmung heilen bin ich mir eigentlich fast sicher. Oh, das sind die offene Wunden 2. Hatten wir, glaube ich, auch schon. Muss ich nachsehen. Gehen wir mal kurz nachsehen. Halt, da ist ja die Treppe. So, Lähmung heilen. Lähmung heilen haben wir. Und offene Wunden 2. Todeslicht haben wir auch. Offene Wunden auch. Was war das andere nochmal? Lähmung heilen. Kontrast haben wir nicht. Todeslicht haben wir, offene Wunden haben wir. Todesnebel. Also der sagt mir jetzt aber nichts. Nein, offene Wunden ist das Beste, was wir haben. Aber dann verkaufen wir wenigstens den Rest. Offene Wunden. Todeslicht. Und Lähmung heilen. Okay, passt. Dann haben wir noch Kontrast und Todesnebel. Aber wir müssen ja sowieso erstmal den anderen Zauber da machen. Aber gut. Wir haben jetzt soweit alles, Leute. Wobei, nein. Wir könnten jetzt noch einen Lernpunkt kaufen. Wir haben ja 2 Seelensteine, die benutzen wir. Lernpunkt erhalten. Super. Dann haben wir das auch gemacht. So, dann speichern wir nochmal. Und dann gehen wir jetzt zur Burg Varis. Fast. Jetzt bin ich gespannt, Leute, ob wir die Burg jetzt bekommen oder nicht. Was soll man denn noch machen? Okay, Leute, dann... Ich möchte von den Clanschlössern möchte ich jetzt nichts machen. Kein anderes machen, bevor wir das hier nicht haben. Das heißt, wir greifen jetzt ein Schloss der Elras an. Also mal kurz zurück nach Hause. Denn da gibt es ja die Bücher. Moment mal, vielleicht gibt es ja auch ein Buch für die Schreine. Das würde ich dann auch gerne machen wollen.
Ja, lesen wir mal. Welchen Eintrag? Burg Ronom machen wir dann, Leute. Burg Ronom. Die erste Burg, die die Elras eingenommen haben. Lasst ihr eure Armee angreifen, so zeigt meine Erfahrung, dass viele mächtige Elras erscheinen, um die Burg zu verteidigen. Allerdings ist die Burg normalerweise fast komplett leer. Es sind kaum Elras drin. Stattdessen ist das ganze Gebäude über und über gefüllt mit magischen Fallen, die sich bei allem außer Elras aktivieren. So berichtete es ein Spion des Clans vom Monden. Sollten wir Ronom also persönlich aufsuchen, sollten wir uns darauf einstellen, dieses Netz aus Fallen umgehen zu müssen, um den Burgführer zu töten. Was ist hier? Nicht lesen. Die haben wir eigentlich alle schon. Wo war denn das Buch? Für die... Nein. Okay, ich glaube, wir haben kein Buch über die Schreine. Echt schade. Aber na gut. Erobern wir Burg Ronom, Leute. Wo war nochmal Burg Ronom? Muss ich dann nachsehen. Und wir machen das natürlich persönlich. So, Burg Ronom. Nein, nicht Menü, Weltkarte. Wobei, ich glaube, ich möchte an der Stelle auch mal kurz speichern. Burg Ronom. Ah, da rechts. Okay. Jetzt wäre ich fast in das Schiff reingeflogen. Na, da werden wir unsere Sonnenmäntel benutzen müssen. Sonnenschutzmäntel. Burg Ronom. Dann sehen wir uns mal um, Leute. Die Burg gehört nämlich bald uns. Wer ist? Der Ratte! Wer ist? Ich wusste es. Es war gut gespeichert zu haben, Leute. Wisst ihr was? Ich habe plötzlich keine Lust mehr, die Burg selbst zu erobern. Wir schicken unsere Söldner hin. Wenn da Fallen sind, die durchs Auslösen alleine einfach schon... oder nur durch Lesen eines Schildes schon wieder tot ist, habe ich gar keine Lust mehr darauf, diese Burg überhaupt zu machen. Und das bevor wir sie überhaupt betreten haben, Leute. Wir erobern sie also ganz klassisch. Mit unseren Söldnern. Und zwar ziehen wir jetzt alle 99 Söldner. Halt, wir machen das mal kurz ein bisschen anders. Zehnfach. So. Burg Ronom.
Bin ich mal gespannt, Leute. Kriegsbericht. Gesamtstärke, eigene Armee 1881. Gesamtstärke, gegnerische Armee 1000. Angriff auf gegen Burg Rundum starten. Ja. Leute, wir greifen an. Angriffsformation ist egal. Macht sie fertig, Söldner! Die haben 46 Elras! Das sind wirklich verdammt viele. Insgesamt waren es 50. 50 Elras gegen 99 Söldner. Puh. Das könnte schon knapp werden. Ja, mal sehen, Leute. Also, es sind keine 40 Elras mehr. Aber es sind auch keine 90 Söldner mehr. Die in der Mitte kämpfen irgendwie gar nicht mehr. Als würden sie sich einfach nur ansehen. Und der obere und der untere, die metzeln alle unsere ganzen Söldner weg. Das finde ich nicht sehr gut. Ja, der ist weg. Ein starker Elras ist weg, Leute. Aber ein weiterer starker Elras ist immer noch da. Oh, jetzt hat er in der Mitte mal gewonnen. Der Elras leider. Ja, jetzt ist der untere besiegt. Elras gegen 70 Söldner. Das heißt, 30 Söldner sind bereits gestorben für 20 Elras. Das ist irgendwie nicht sehr gut. Das heißt, da wären dann bei 10 Elras hätten wir noch etwa 40 Söldner. Das heißt, wir gewinnen wahrscheinlich mit etwa 25 Söldnern. Das ist aber auch nicht wirklich gut. Also gut ist schon, dass wir gewinnen, aber... Ja, mal sehen. Ah, gerade haben wir eine Glückssträhne, Leute. Aber die hatten die Elras vorhin auch. Ja, vielleicht hatten sie da die starke Front gemacht. Und jetzt kommen nur noch die schwachen Elras. Wäre wünschenswert, Leute, denn dann hätten wir die starken Elras schon alle besiegt. Haben wir gewonnen, Leute. Wir haben immer noch 50 Söldner in der Reserve bei diesem Angriff. Ja, es haben nur noch 5. 4 in Reserve. 3. 3 Elras sind noch in Reserve. Also insgesamt diese 6 noch. Die 3 und dann nochmal 3.
Leute, den Angriff haben wir, das Schloss haben wir erobert. Hat uns aber mehr als die Hälfte der Söldner gekostet. So, nur noch diese drei Leute. Zwei. Die Musik ist aus. Die fängt nicht mehr von vorne an. Der Kampf dauert einfach zu lange. Die zwei Elraster, die sind echt knallhart. Ah, nur noch einer. Dieser eine Elras ist tot. Sieg! Wir haben es erobert, Leute. So, irgendwie ist jetzt gar keine Musik mehr da. So, wir haben hier 99 und 36. Das sind 135 durch 3 wären 45. Aber da muss ich erst wieder auf einzelnen umstellen.